Heute geht es wieder um eure Fragen zu den Themen Liebe, Beziehungen und Sex, unter anderem um Eifersucht und Bottoming. Jo, hallo, willkommen beim Saboteur zu einer weiteren Ausgabe von LBS TTM. Für die, die es nicht wissen, das steht für Liebes-, Beziehungs- und Sextipps mit Tobi und Michi. Guten Tag. Willkommen. Prost erstmal. Erstmal müssen wir ein großes Dankeschön sagen, denn wir sind 1000 Abonnenten auf diesem Kanal. Wupp, wupp. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und weiterhin immer schön schauen und liken und auch all euren Freunden erzählen, damit wir bald 1010 Personen sind. Yay! So, Michael, natürlich schicken uns 1000 Leute auch wahnsinnig viele Fragen, deswegen wird es wieder Zeit, diese zu beantworten. Und da habe ich ein paar. Wie viele Fragen hast du denn heute mitgebracht? 6 sind es an der Zahl. Aha. Wir wollen ja hier nicht zu sehr ausufern. Langweilen. Und du darfst auch gerne wieder, wenn du möchtest, deine altbekannten Zettelchen ziehen. Okay, das darf ich? Das darfst du. Das erlaubt. Okay, hervor. Dann würden wir mal beginnen. Und zwar, Tobias, wie immer, Frage Nummer 1. Frage Nummer 1 lautet, wird der Orgasmus irgendwann langweilig? Wer fragt denn sowas? Oh mein Gott, das wäre schrecklich. Naja, ist also, der Orgasmus für dich das Krasseste, was du körperlich so erleben kannst, regelmäßig? Ja. Aber nur, wenn er von mir kommt. Nee, also deswegen, das ist eine sehr interessante Frage, denn wenn man zum Beispiel jetzt das Phänomen Corona betrachtet und in Corona haben die Leute ja keine Möglichkeit, ihre ganzen Drogen im Club zu konsumieren. Also, wo konsumieren sie diese Drogen? Bei Sexpartys. Genau. Und was passiert, wenn man Drogen bei Sexpartys bekommt? Nicht auf die Überleitung spielen. Ja, dann kriegt man meistens keinen Orgasmus durch die Drogen. Ah, okay. Und deswegen, tu nicht so, als würdest du es nicht wissen. Habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Ach so, ja. Ich weiß auch nicht, woher. Deswegen. Also würdest du eher sagen, man braucht einen Orgasmus, der wird ja nämlich nicht langweilig. Genau, richtig. Ja, finde ich auch. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass er langweilig wird. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es dazu neurologische Untersuchungen oder so. Ja, das ist dein Part. Wenn du dir vorstellst, so wie wir, die halt jeden Tag einmal Sex haben, müsste man ja denken, irgendwann wird er doch mal langweilig. Aber irgendwann vielleicht mal. Ich glaube, dass Menschen so gestrickt sind, dass es nicht passiert, weil das ja Evolutionsdrang ist, dass wir immer... Ist Orgasmus nicht so wie Niesen? Hä? Naja, dass du halt das machen musst. Niesen ist mir auch nicht langweilig geworden. Ja, weißt du, was ich meine, dass der Körper das machen muss, wenn er halt angeregt wird? Ich meine, wenn dir was in die Nase fliegt, dann niest du ja auch als Reaktion. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwas an deinem Schwanz passiert, dann musst du halt als Reaktion abspritzen. Ja, also haben wir das doch aber geklärt. Aber es könnte trotzdem sein, dass es langweilig ist und dir keinen Spaß mehr macht. Macht dir ja also, Niesen. Okay. Nee, Niesen macht mir immer Spaß. Siehst du, oder? Guter Vergleich. Siehst du, aber das ist doch geklärt. Ja, also wenn es euch langweilig ist, dann... Einfach mal niesen. Großes Beileid. Wir müssen doch dann zu dieser witzigen Frage auch unser Orakel befragen. Wieso? Die haben wir gut beantwortet. Eigentlich stellst du nur dem Orakel Fragen, wenn du selber nicht weiter weißt. Achso, wir schauen mal, was das Orakel antwortet. Sie sind im Momentan unschlagbar. Ja, Orgasmus ist unschlagbar. Sehr will schön. Man haben. Ich liebe unser Orakel. Oh Gott, wir sind schon wieder so überstrahlt, aber das muss heute sein, weil meine Haut ist Hermes. Nur mal so wieder. Hermes? Also beautiful? Wie eine Luxusmasse? Okay. Die zweite Frage war persönlich an uns gerichtet. Frage Nummer 2. Habt ihr schon mal Paarberatung gemacht? Und das habe ich auch erstmal an Twitter weitergeleitet. Und da kam, klar, ich würde wenn es in der Beziehung kriselt, in eine Paarberatung oder zur Paartherapie gehen. Insgesamt 166 Votes, 70% sagen ja. Und wir haben uns auch gedacht, ach, das kann man ja mal ausprobieren. Ja, das war eine richtig große, klasse Entscheidung für uns. Richtig klasse Entscheidung. Da hättest du auch einfach das Geld in den Kamin werfen können. Also ja, haben wir gemacht. Ich weiß nicht so richtig, womit ihr darauf hinaus wollt. Ob es in einer langjährigen Ehe auch mal kriseln kann? Ja, natürlich. Ständig! Ob man da vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen sollte? So eine Furie. Ja, natürlich. Und ich würde sowieso Furie sagen. Einblenden. Ich darf immer nicht überreden, ne? Was soll ich einblenden? So eine Furie. Wie sieht denn eine Furie aus? Also nicht so eine... Da habe ich doch gerade eingeblendet. Spul halt nochmal schnell zurück und guck. Sage mal. Ja, whatever. Whatever. Jedenfalls Paartherapie, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt es mal ausprobieren, dann macht das durchaus. Ja, ich würde immer dazu raten. Klar. Zahlt euch keine Krankenkasse, muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht gerade alles billig. Privat. Oder kommt in circa 2 Jahren zu mir. Wollen wir weitermachen? Ja, Frage Nummer 3, Tobias. Frage Nummer 3 lautet... Ja. Was kann ich essen vorm Bottoming?
Ja, nichts. Also, was ist das für eine Frage? Wie wär's denn mit einem Eiswürfel? Ja. Wir haben ja schon mal über Spülen geredet. Und La Douche. In diesem Video, was eingeblendet ist gerade. Und was man essen kann. Also, hast du mit irgendwas besonders gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Besonders schlechte könnte ich eine Sache erwähnen. Bohnen sind nicht so gut. Oder auch scharfes. Ja, ich glaube, so Curry ist vielleicht auch nicht so empfehlenswert. Also viel kohlenhydratlastig, also Kartoffeln oder Reis. Ballaststoffe are gay. Ja, aber ansonsten, also mein Zyklus sind ja 12 Stunden. Das heißt, wenn ich die 12 Stunden versuche, weniger zu essen, dann muss man auch weniger. Zweimal kackern und nicht dreimal wie sonst. Entschuldigung, das ist wieder way too personal. Ja, ist unmöglich. Das ist mal wieder. Ja. What the fuck? Haben wir es jetzt oder brauchen wir noch mehr? Haben wir es jetzt? Ja, war die Frage nochmal? Bottoming, was man isst. Also wirklich drauf achten, spülen ist immer kacke. Ja, da. Ist ja so. Und ansonsten, wie heißt es? Clear, das Mittelchen? Es gibt doch so, also Tabletten, die ballaststoffreiche Tabletten, Hasenköttel draus machen, dann ist das Spülen ein bisschen einfacher. Genau, dann drückt man nur die Knete ein bisschen nach, dann ist das nicht so schlimm. Bei mir funktioniert Milchreste tatsächlich ganz gut, aber nicht mit Milch, sondern irgendwie Hafermilch oder so, müsst ihr da nehmen. Und Alkohol auch nicht zu empfehlen. Und wenn es gar nicht geht, dann sagt halt ab. Nee, also was ja, welcher Welt liebst also, wenn du man sich denn? Unwohl fühlt kannst, und Blähungen hat wie und oft, es nicht geht, dann wie oft hat ja schon einer geschrieben, stopp. Ich krieg mich nicht gespült. Das ist doch auch so eine zweimal was. Das ist doch auch so eine Floskel, die man so schreibt, kommt auch tatsächlich vor, dass es Tage gibt, wo es halt einfach nicht klappt. Ja. Aber für die Tage, wenn das Date tatsächlich so gut ist, ja, dann gibt's immer noch Imodium akut. Und der Imodium akut verringert ja die Darmaktivität. Das heißt, es wird alles ein bisschen runtergefahren. Das Imodium akut, so wie Nutella, man weiß nicht genau, ob es der, die oder das heißt. Wenn der gute Laune hat, ist das so anstrengend. Ja. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel mein Körper dann 2 bis 3 Tage total durcheinander kommt, weil das läuft alles nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Und deswegen finde ich das ganz furchtbar, wenn man Party machen geht und am Wochenende sich nicht spielen möchte, dann nimmt man Imodium akut. Party machen mit Alkohol hast du dann eh Samibishi und dann ist es vorbei. Genau, dann ist kommst du hier. Dann kannst du malen. Da explodiert die Schüssel. Frage Nummer 4, Tobias. Geht weiter. Hat euch hoffentlich geholfen. Ansonsten lest im Blog nach. Welchen? Nein. So, jetzt alles, kommen wir zu 2 zusammenhängenden Themen, die ich jetzt mal auseinanderpflücke mit Frage Nummer 4. Mein Freund ist mega eifersüchtig, es nervt. Ja. Hilfe. Punkt. Das also, ist eine furchtbare Situation. Was kann man tun gegen Eifersucht? Ja, da musst du auf Seiten des Empfängers und des Senders. Ja, also komm los, hau raus. Also ich habe da nichts zu sagen, ich sag, das ist das Worst Case. Bist du nie eifersüchtig? Wann? Auf was denn? Das ist das Worst Case? nein, ich bin nicht eifersüchtig. Das ist ein Gerücht. Schwanzneidisch. Jetzt hat's Andreas endlich mal im Video. Also wenn du jetzt jemanden hättest, mit dem du regelmäßig Zeit verbrächtest und das würde dir gefallen und dadurch würden Dinge nicht zustande kommen, die ich mit dir machen möchte, dann wäre ich eifersüchtig. Dann darfst du aber auch eifersüchtig sein. Ja, und das finde ich, find ich auch in Ordnung. Ich finde generell, dass Eifersucht per se jetzt nichts besonders Schlimmes ist. Nein, aber ich glaube, die Frage zielte eher darauf ab. Es nervt, hieß es ja. Ja, das ist ja was also einen einschränkt. Über die Maßen, sodass ich immer wieder kommt. Raus. Ja, triff dich nicht mit anderen. Nein. Wer ist sie? Wer ist er? Was soll das? Würde ich ansprechen und sanft dazu mal nachfragen, warum hast du eigentlich so diese krasse Gedanken? Warum regt dich das so auf? Vielleicht nicht direkt sagen, warum bist du so eifersüchtig, weil das ist schon sehr so, da geht man sehr in so eine Abwehrhaltung. Nee, da würde ich schon wieder explodieren. Genau, aber ich glaube generell, so wenn Menschen sehr eifersüchtig sind, ist es schwer, weil die werden es nicht einfach so ablegen. Und wir können auch noch mal ein bisschen weitergehen zu dem Thema, weil da noch eine Frage war. Ist das aber dann schon Frage Nummer 5? Ja. Warte, dann müssen wir erstmal Frage Nummer 4 abschließen, weil vielleicht hilft wir haben es ja... Wir haben es ja nicht leider so detailliert beantwortet. Gelassenheit ist zurzeit ihre Stärke. Guter Hinweis. Das ist unglaublich. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Aber ergänzen wir diese Frage 4 nochmal mit Frage 5, denn die lautete nämlich, wie ist das mit der Eifersucht in einer offenen Beziehung? So, da kommt ja jetzt nochmal eine Komponente dazu, dass man quasi ja schon sich darauf einstellen muss, dass Gut. es Grund gibt zur Eifersucht. Aber dann muss man ja auch herausfinden, in welche Richtung geht denn die Eifersucht. Ist es eine sexuelle Eifersucht? Ist es eine Liebeseifersucht? Oder das ist es eine... Unterschiede.
Ja, würde ich schon sagen. In einer offenen Beziehung hast du ja dann noch die Sexkomponente, die aber mit reinkommt. Aber ist nicht die sexuelle Eifersucht eher so Neid? Das, was du vorhin Schwanzneid meintest, sodass man halt denkt, oh, der hat jetzt mit so einem tollen Typen Sex gehabt, das möchte ich auch. Naja, weiß ich nicht, ob es Neid ist, aber es geht wahrscheinlich eher darum, dann, ich bin eifersüchtig, dass er überhaupt Sex mit dem anderen hat. Aber das ist doch immer neidisch. Nee, aber es ist nicht das. Eifersucht bezieht sich doch auf Personen. Widersprichst du mir, ja? Ja, ich bin der Psychologe, Entschuldigung. Das ist in dem Fall widersprechend. Ja, hat er recht. Dann fahren wir das unter der Schiene Neid. Und was gibt es dann aber als Eifersuchtschiene? Na, als Eifersucht in der offenen Beziehung könnte es sein, je nachdem, wie die offene Beziehung halt ist, dass wenn jemand zum Beispiel regelmäßig mit einer Person sich trifft und mit der Sex hat, dass dann Eifersucht entsteht, weil man sagt, du machst mit dem ja viel mehr als mit mir. Aber das hatten wir ja schon in Frage Nummer 4. Genau, also ja, vom Grundkonstrukt ist es ja das Gleiche. Also aber eine offene Beziehung meine ich halt nur, man weiß es quasi schon vorher, dass es passieren kann. Ja, aber das muss man ja oder dann halt generell, also alles irgendwie, weil man halt denkt, ach, jetzt geht der los, was macht der? Also ich glaube, die Person, die eifersüchtig ist, macht sich da ja auch sehr viel Gedanken. So, aber machst du dir so viele Gedanken, wenn ich losziehe? Teilweise schon. Man überlegt dann schon, ja, was könnten die jetzt wohl anstellen? Und macht es Spaß oder nicht? Und wenn man dann halt schlecht zu viel drüber nachdenkt, was halt einfach nicht gut ist, dann wird man irgendwann eifersüchtig und denkt sich so, na toll. Und mit mir macht er das nicht. Und wie kriegt man das jetzt weg, dass dieses zu viel schlecht nachdenken? Mit sich selbst. Also da muss man sich selbst arbeiten oder man geht in Therapie. Das liebe ich ja, wenn Psychologen zu dir sagen, arbeite an dir selbst. Verhaltenstherapie, ja, um mal hier ein Schlagwort reinzuwerfen. Ich glaube, dein Charakter ist einfach schlecht. Kann auch sein. Nee, aber ich glaube tatsächlich, Eifersucht braucht viel Vertrauen und viel Zeit. Und man muss wirklich drüber reden und dann gucken, dass man irgendwie so ein bisschen das dann die Wogen glättet. Und ich glaube, je mehr Vertrauen jemand hat, desto mehr merkt man auch, die Eifersucht ist unbegründet und dann vergeht die wahrscheinlich langsam. Wenn man da natürlich Öl ins Feuer gießt, dann ist schlecht. Lieber Decke drauf. Lieber die Decke drauf. So, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Das ist eine süße Frage und zwar lautet sie... Ist sie wirklich süß? Ja. Okay. Welche Kosenamen soll ich benutzen? Oh. Meine persönliche Empfehlung? Gar keine. Oder sowas wie Bitch. Ich habe dazu ein paar Fun Facts. Natürlich habe ich mal recherchiert. Also der Großteil der Bevölkerung. Der Schlimmste ist Hase, Mäuschen, Schatz. Ha, pass auf. Kosenamen sind Schatz, Hase und Maus. Tatsächlich die meistgenutzten. Aber ich habe es nicht gesehen vorher. Das muss man mal ganz klarstellen. Aber das ist doch Schatz, schlimm. Unangefochten seit Jahren auf Platz 1. Das ist doch ekelhaft. Ein großer Anteil benutzt diese Kosenamen wie Schatz, Hase, Hund. Ja. Schatz, Hase, Maus. Du Hund. Das ist aber wieder sehr lieb heute von aber dir. Je nach Umfrage, wo man guckt, gibt es 15-75%, die lieber gar keine Kosenamen benutzen. Wie viel? 15-75, je nachdem welche. Das ist ja eine kleine Spanne. Richtig kleine Spanne ist das. Das ist eine kleine Spanne. Ich glaube, den einzigen, den ich mal hatte für dich und den ich süß fand, war Peanut. Da ist doch immer noch mein PS3-Account drin. Das stimmt, dein PS3-Account heißt auch noch so. Ja, wir haben eine PS3, wir sind halt old, mein Gott. Kann man Bart färben? Ziemlich. Kann man Bart färben? Ist das eine LBSDTM-Frage? Falls ihr solche Fragen habt, schickt sie uns gerne entweder per Mail oder über unser Kontaktformular auf saiguteur.de oder über Instagram oder über Twitter oder meinetwegen auch OnlyFans, Grindr, Hornet oder wo wir sonst überall auch so zu finden sind. Gay, Romeo. So, jetzt müssen wir natürlich noch unser Orakel fragen für die letzte Frage Nummer 6. Fast hast du es geschafft. Okay. Ja, das ist nicht nur fast, ihr habt es geschafft für heute. It's almost done. In diesem Sinne. Ich hab schon getrunken. Hast du schon wieder? Ich krieg dich doch immer nie mit. Du musst es mir doch. Hast du schon wieder? Orakel, werde ich jemals eine neue Kamera von Michi geschenkt bekommen? Nein, du drehst doch im Studio. Wo ist denn das Problem? You will bathe in the light of victory. Das versteht doch keiner. Lies es doch auf Deutsch vor. Sie werden das Licht des Sieges baden. Das versteht halt auch keiner. Steht da so.